Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Meditationseinheit, um Gedanken zu manifestieren, um Ziele zu erreichen und positives Vertrauen in das Universum zu bekommen. Diese Meditation, die wir nun gemeinsam machen, praktiziere ich jeden Morgen und jeden Abend und ich danke dir für dein Vertrauen, das du mir entgegengibst, dir diesen Raum zu schaffen und mit dir in dein Inneres zu gehen, um deine Ziele zu erkennen. Und manchmal kann Meditation etwas schwer sein, manchmal kann Meditation etwas hervorrufen und darum bin ich sehr dankbar dafür, dass du mich in dein Herz, in dein Geist, auf diese Reise mitnimmst. Wenn du noch nie Meditation gemacht hast, dann will ich dir kurz sagen, wie das bei mir aussieht. Ich praktiziere diese Meditation morgens sowie abends, um meine Ziele zu visualisieren, beziehungsweise das eine große Ziel, das ich zurzeit habe. Und morgens sieht das dann so aus, dass ich erst einmal alle Fenster öffne, meine Rollläden hoch tue und mich dann in mein Bett setze mit einer Tasse Kakao. Es gibt im Yoga dieses Kakao-Ritual und so sitze ich also da und visualisiere meine Träume, meine Ziele, bevor ich in den Tag starte, um jeden Tag einen kleinen Baustein zu meinem Ziel hinzuzugeben und es zu erreichen, denn ich bin mir sicher, ich werde es erreichen. Und abends, da liege ich in meinem Bett und mache das noch einmal, denn die Macht der Gedanken, die Macht der Träume ist so groß und vor allem freue ich mich jeden Abend aufs Neue auf diese Traumreise, die ich mache. Und dafür kannst du im Bett liegen. Ganz entspannt die Augen schließen. Aber wenn du willst, kannst du natürlich auch gern sitzen. Wichtig ist, dass du an einem Ort bist, der dich entspannen lässt. Und wenn du diese Meditation mit Kopfhörern hörst, dann ist das perfekt. Ansonsten such dir nach einem ruhigen Ort. Schließe gern deine Augen. Und dann freue ich mich nun auf die Meditation mit dir. Wenn du einmal eine Entscheidung fällst, ein Ziel hast, dann wird das Universum alles machen, um dich zu diesem Ziel zu bringen, um es zu verwirklichen. Das ist das Gesetz des Universums. Und die Gesetze des Universums sind für uns alle gleich. Manche sind gut, die Prinzipien des Manifestierens unbewusst oder per Zufall anzuwenden. Und sie haben große Erfolge damit, auch wenn sie noch nie vom Gesetz der Anziehung oder vom Manifestieren gehört haben.
Wenn du in einem Bereich dauerhaft erfolgreich bist oder wenn du ein Ziel erreichen willst, dann wende immer die Prinzipien des Manifestierens an. Starte in den Tag mit der Manifestation und beende deinen Tag mit der Manifestation, sodass du irgendwann denkst, handelst, sodass alles Gute, alles, was du dir wünschst, zu dir kommt. Egal, ob du sitzt, stehst oder liegst, komme erst einmal fest in dir an. Beruhige deinen Atem, indem du ihn den Wellen des Meeres anpasst. Atme tief durch die Nase ein und wellenartig aus. Gerne kannst du dabei ein aus deinem Mund lassen. Sodass alles Negative, alles Gift aus deinem Körper weicht. Mit jedem Ausatmen lass los. Lass los von Gedanken, die denken, das schaffe ich nicht. Lass los von Zweifeln. Lass los von Meinungen der anderen. Spüle alles weg. Und spüle auch weg, wenn du darüber nachdenkst, was der richtige und was der falsche Weg ist. Denn im Yoga, da gibt es nur den Weg. Und den gilt es zu gehen. Dein Weg ist vorherbestimmt. Dein Weg ist der, den du gehst. Und alles passiert aus einem Grund. Tatsächlich manifestiert jeder von uns ständig mit dem Gesetz der Anziehung. Nur läuft das Manifestieren meist völlig unbewusst ab. Die meisten Menschen nehmen also keinen bewussten Einfluss darauf, was sie magnetisch anziehen.
Das unbewusste Manifestieren ist der Hauptgrund, warum so häufig negativ manifestiert wird und warum so Menschen ständig unerwünschte Dinge in ihr eigenes Leben anziehen. Um bewusst zu manifestieren, lass mit jedem Ausatmen los. Lass los von den Glaubenssätzen. Nicht schaffen. Nicht können. Du schaffst alles. Du erreichst alles. Alles ist möglich. Bleib in diesem bewussten Atem. Was du in der äußeren Welt magnetisch anziehst, hängt sehr stark von deiner eigenen inneren Welt ab. Zu deiner inneren Welt gehören deine Gedanken und Glaubenssätze, doch auch deine Gefühle und Stimmungen und deine energetische Ebene, deine Lebensenergie, Prana. Deine innere Welt ist entscheidend dabei, was und wie viel du in deinem Leben mit dem Gesetz der Anziehung manifestierst. Du kennst das Gesetz der Anziehung vielleicht als einen glücklichen Zufall, der dir immer wieder passiert. Es sind vor allem die dominierenden Gefühle und die gewohnheitsmäßigen Gedankensätze und Überzeugungen, die das Gesetz der Anziehung am meisten aktivieren. Genauer gesagt, ist es immer die Energie hinter den Gefühlen und Gedanken, die dann energetisch Dinge in dein Leben anzieht. Es wird also in deiner äußeren Welt immer das manifestiert, was in deiner inneren Welt am meisten energetisch aktiviert wurde. Wenn ein positiver Wunsch größer ist als alle negativen Glaubenssätze, dann kann in deinem Äußeren sehr viel passieren. Es wird dich nicht aus der Bahn werfen. Wenn du die eigene innere Welt veränderst, dann ändert sich auch, was du in der äußeren Welt magnetisch anziehst. Stell dir vor, dein Wunsch ist bereits Wirklichkeit geworden. Lass vor deinem inneren Auge spontan Bilder aufsteigen. Wie es wäre, was du tun würdest, wenn der Wunsch in Erfüllung gegangen ist.
Lass die neuen, angenehmen Gefühle zu, die da hochkommen, während du deine Vorstellungskraft einsetzt. Wie würde es sich anfühlen, wenn dieser Wunsch bereits erfüllt wäre? Der erste Schritt des Visualisierens und Fühlens wird manchmal auch als Magnetisierung des Wunsches oder als Träumen des Wunsches bezeichnet. Das, worüber du auf eine solche Weise träumst, wirkt in der Welt der Energie wie ein Magnet, der das Gewünschte anzieht. Es sind vor allem die Gefühle wichtig, die beim Visualisieren hochkommen. Es wird sich um leichte, angenehme Gefühle handeln, die vielleicht zuerst recht schwach sind. Richte deine Aufmerksamkeit auf das Gefühl und lasse es dadurch stärker werden. Halte eines der Bilder in deiner Vorstellungskraft und gleichzeitig das dazugehörende, angenehmende Gefühl. Nach einiger Zeit wirst du anfangen zu fühlen, dass dein Wunsch und dein Ziel näher, machbarer und realer ist. Das ist ein Anzeichen dafür, dass sich dein Wunsch bald manifestieren wird. Umso öfters du diese Übung machst, werde immer konkreter, immer genauer bei der Wahl dessen, was ich manifestieren möchte. Immer und immer wieder. Dein Bewusstsein hat einen direkten Einfluss auf die physische Welt und um dich herum. Es gibt dazu ein berühmtes wissenschaftliches Experiment.
Bei diesem Doppelspaltexperiment werden Protonen, Elektronen oder auch andere Teilchen durch eine Blende mit zwei Spalten geschossen. Falls das Teilchen vorher nicht beobachtet oder gemessen wurde, dann fliegt es also eine Welle durch beide Spalten gleichzeitig. Wurde das Teilchen dagegen gemessen, dann fliegt es nur durch eine der beiden Spalten hindurch. Es ist eines der grundlegenden Experimente der Quantenmechanik, das Folgendes zeigt. Jede Materie befindet sich zunächst in einem Zustand reiner Energie, der Wellenzustand, und kann entsprechend durch beide Spalten gleichzeitig hindurchfliegen. Erst durch den Einfluss unseres Bewusstseins kollabiert die Energie in eine von mehreren möglichen Wahrscheinlichkeiten und wird so zur festen Materie. Das Manifestieren ist nichts anderes als dieser Prozess des Kollabierens der Energie aus einem Wahrscheinlichkeitszustand in den Zustand fester Materie. Beim bewussten Manifestieren geht es also darum, die gewünschte Wahrscheinlichkeiten in der Energiewelt zu finden, in deiner Vorstellungskraft, und auf diese Weise durch das eigene Bewusstsein zum Kollabieren, Manifestieren ins eigene Leben zu bringen. Richte deine Aufmerksamkeit am meisten energetisch auf den Wunsch und das Ziel, das du erreichen möchtest. Der Einsatz deiner Vorstellungskraft aktiviert die Wunschenergie auf mentaler Ebene. Die dazu gehörenden Gefühle aktivieren die Wunschenergie auf emotionaler Ebene. Dann wird das Gesetz der Anziehung auch auf körperlicher Ebene aktiviert, durch Handeln im Einklang mit deinem Wunsch. Die ersten beiden Schritte können durchaus auch unangenehme Gefühle und Gedanken hochbringen. Dabei handelt es sich aber um nichts anderes als emotionale und mentale Blockaden, die aufgelöst werden müssen. Handel so, als ob. Es geht darum, alte Gewohnheiten zu durchbrechen und alte Gewohnheitsmuster, negative und selbsteinschränkende Verhalten durch solche zu ersetzen, die im Einklang mit deinem Wunsch stehen. Hierfür stelle dir vor, wer du sein wirst und wer du sein willst, wenn du deinen Wunsch und dein Ziel erreicht hast. Und dann handel so, als wärst du. Beim Handeln so, als ob, geht es darum, Platz im eigenen Leben für die neuen Gewohnheiten zu schaffen.
Es dauert ca. 40 Tage, um eine Gewohnheit durch so Handeln als ob zu verändern. Nach 40 Tagen wird das Ganze völlig natürlich sein. Und du bist deinem Ziel, deinem Wunsch schon näher. Handel auch so, dass dein Handeln im Einklang mit deinem Wunsch und deinem Ziel ist. Tu etwas, was dich dem Wunsch und dem Ziel ein klein Stückchen näher bringt. Üblicherweise musst du dafür aus deiner Komfortzone heraus. Doch jeden Tag ein kleiner Schritt bringt dich immer näher. Mit der Zeit hast du dann einen großen Gesamteffekt, der dir sehr für das Manifestieren hilft. Es ist am besten, jeden Tag zumindest eine kleine Handlung durchzuführen, in der du so tust, als ob. Oder in der du im Einklang mit deinem Wunsch handelst. Löse deine mentalen Blockaden und limitierenden Glaubenssätze. Du ziehst magnetisch an, was du glaubst. Löse deine emotionalen Blockaden auf. Emotionale Wunden kannst du durch Selbstliebe heilen. Liebe, Akzeptanz und Anerkennung sind die drei Gefühle der Selbstliebe. Löse deine aufgestauten Emotionen. Lasse alles zu, was kommt. Konzentriere dich immer nur auf das, was funktioniert, und du wirst noch mehr von diesen Energien anziehen und entsprechend manifestieren. Konzentriere dich immer nur auf das Positive, auf das, was funktioniert. Habe keine Angst davor, enttäuscht zu werden. Konzentriere dich stattdessen regelmäßig darauf, wie es wäre und wie es sich anfühlen würde,
wenn dein Wunsch schon in Erfüllung gegangen ist. Höre auf dein Herz und auf deine Herzenswünsche. Die Seele zeigt jedem von uns durch ganz persönliche Herzenswünsche, welche Erlebnisse in deinem, diesem Leben dir am meisten Erfüllung und spirituelles Wachstum bringen werden. Sei dankbar für das, was du schon hast. Sei dankbar für das, was du noch bekommen wirst. Dankbarkeit ist ein großes Gut in der Kraft, die du freisetzen willst. Beende jeden Tag mit dem Gedanken daran, was schön war, wofür du dankbar bist, was dich deinem Ziel näher gebracht hat. Und beginne jeden Tag mit dem Gedanken, dass du dein Ziel schon erreicht hast. Was du tun kannst, um deinem Ziel näher zu kommen. Konzentriere dich auf die positiven Dinge im Leben. Die positiven Dinge in deiner Umwelt. Wenn du etwas Negatives denkst, dann denke sofort an etwas Gutes. Wenn du jemanden kritisierst, dann denke auch an seine tollen Seiten. Und denke nie, das schaffe ich nicht. Denke immer,
Das probiere ich aus. Traue dich. Werde groß. Werde mutig. Werde stark. Du schaffst das. Und erzähle von deinen Wünschen und deinen Zielen. Wirst du das machen, so wirst du noch schneller zu deinem Ziel gelangen. Denn das Gesetz der Anziehung wird dich mit Menschen verbinden, die dir helfen. Denke noch einmal an dein Ziel. Visualisiere es. Denk an deinen Wunsch. Denke daran, wie du ihn gerade durchlebst. Zeit ist nur eine Illusion. Und darum egal, zu welcher Tageszeit du das hörst, halte dieses Gefühl fest. Und behalte es im Kopf. Lächle. Du hast es geschafft. Du hast dein Ziel erreicht. In Gedanken. Und deine Gedanken nehmen Realität an. Ich bedanke mich bei dir, diesen Weg mit dir gegangen zu sein, um dich deinem Ziel näher zu bringen. Danke. Namaste. Deine Miri.